Guten Tag, Studierende. Jetzt werden wir wieder von Herzentwicklung sprechen, heute von Truncus und Kammerseptum. Was wir schon wissen, wie die Vorhöfe unterteilt sind mit Septum primum und Septum secundum. Und da haben wir ein Foramen secundum und ein Foramen ovale. Und das funktioniert hier wie eine Klappe. Und wir wissen auch das, wie Atrioventrikularkanal unterteilt wird mit diesen Endokardkissen. Und davon entstehen dann die Segelklappen im Atrioventrikularkanal. Und Truncus und Kammerseptum, das entwickelt von zwei Richtungen. Kammerseptum, das entwickelt sich mit dieser Ausdehnungsmethode von unten nach oben. Hier sehen Sie, wie das von unten nach oben in Richtung Atrioventrikularkanal wächst. Aber hier oben wird ein Teil freigelassen sein. Das ist hier ein muskuläres Septum. Und an der fünften Woche im Truncus pulmonalis und auch teilweise im Konusbereich entsteht ein spiralig gedrehtes Septum. Und das besteht aus zwei Paaren von Wülste. Da gibt es eine rechte obere Truncuswulst und eine linke untere Truncuswulst. Und die werden gegeneinander wachsen und die werden in der Mittellinie miteinander treffen. Und dadurch entsteht, weil das so spiralförmig läuft, entsteht ein spiralförmiges Septum. Unterster Teil von diesem Septum, das entsteht von den sogenannten Konuswülsten. Aber hier wird auch ein Auswuchs vom hinteren atrioventrikulären Endokardkissen teilnehmen. So, damit mit diesem Septum, mit diesem konotrunkalen Septum, wird dann Conus cordis und Truncus arteriosus unterteilt sein. Das ist eine andere Abbildung und hier sehen Sie, wie Kammerseptum wächst, von unten dieser muskuläre Septum und Kammerwand verdickt sich, dadurch entstehen dann die papillären Muskeln, hier die Cordi tendinei und die Segelklappen. Das ist die Ebene, wo wir die Semilunarklappen haben. Und unterhalb vom Semilunarklappen, das ist schon Konusanteil des Herzens, dort haben wir die Konuswülste plus dieser Anteil, was vom hinteren Endokardkissen wächst. Diese drei Anteile, wie sie miteinander vereinigt sein werden, die geben hier dann das Septum, Membranatio und membranöse Abschnitt vom Kammerseptum. Wir dürfen das nicht vergessen, was wir schon früher gesagt haben, das Ausflussbahn, das ist ergänzt vom Gewebe durch dem sekundären Herzfeld und das wird auch Neuralleistenzellen erhalten, die durch den Schlundbögen zu Herzschlauchausflussbereich Gewebe zugeben. Das Gewebe wird durch dritten, vierten und sechsten Schlundungen durchwachsen. Und das ist sehr wichtig, weil wenn dieses Gewebe nicht genug ist, dann das führt zu sehr groben Herzfehlbildungen. Damit wird auch ein Gen, dieser PAX3-Gen, eine große Wichtigkeit haben. Die drei Ausdrücke, die sind Synonymen, so wir können das hier Truncus-Septum nennen, ein konotrunkales Septum, dann wir sprechen auch von diesem Septum membranatium. Und wir können das auch Septum aorticopulmonale nennen. Alle drei Namen sind benutzt und hier sehen Sie wieder eine Abbildung, was vielleicht etwas dreidimensionell erklärt, wie dieses Septum sich dreht. Diese Drehung, das ist alles zusammen 270 Grad und das werde ich auch später an den endgültigen anatomischen Positionen Ihnen erklären, dass diese 270 Grad Drehung, spiralförmige Drehung, das existiert richtig. Aber erst müssen wir noch kurz von den Semilunarklappen sprechen. Das, die Bilder, diese Skizzen, die sind Ansicht von oben. So, wir haben diese rechte und linke Konuswulst. Jetzt sind wir an der Grenze natürlich zwischen Truncus und Konus vom Herzen. So, die sind manchmal auch Konuswulste genannt, rechte und linke Wulste. Und die werden miteinander zusammenwachsen.
wie die zusammenwachsen, dann vorderer Anteil, das wird den Truncus pulmonalis geben, hinterer Anteil, das wird die Aorta geben. Später, die Position, das wird nicht so eindeutig vorne und hinten sein, das wird ein bisschen gedreht sein. Damit verändert auch ein bisschen die Position dieser Klappen, Taschenklappenanteilen. Und da werden auch die Koronarien von den entsprechenden Taschen auswachsen, die dann Herzmuskelgewebe versorgen. So, von diesen großen Truncusfülste, da entstehen Klappen auch in der, im Truncus pulmonaris und auch in der Aorta, weil diese großen Wülste, die werden von dem wachsenden Septum unterteilt sein, zu hinteren und vorderen Bereichen. So, von diesen entstehen dann die zwei vordere Taschen in der Aorta und die zwei hintere Taschen im Truncus pulmonaris. Wir haben auch noch die kleine Truncuswülste und von diesen kleinen Truncuswülsten entstehen dann noch, da entsteht noch eine Einheit mit diesen Taschenklappen. Im Truncus pulmonaris ist der vordere und in der Aorta die hintere Tasche. Da sind diese Höckerchen und das ist die Ebene, wo die Klappen wachsen. Wie Blutstrom Druck ausübt, damit von diesen Höckerchen wie Blut immer zurückfließt, dass wir diese Höckerchen hier ausbuchten und so entstehen diese Taschen mit den Teilen, so ein paar Ständer, ein paar Flaxider, Nodulus, das müssen Sie von Anatomie wissen. Und nun an diesem Bild möchte ich das Ihnen zeigen, dass auch im Erwachsenen können wir diese 270-Grad-Drehung folgen. Wenn wir ein Bild, die Position der Gefäße im Mediastinum anschauen, dann da ist ein Punkt, wo Aortenbogen liegt nach vorne und da hinten verschwindet der Truncus pulmonaris. So fangen wir von hier an. Jetzt werden wir das uns so vorstellen, dass dieses Septum von oben nach unten wächst. Eigentlich, das wächst nicht so von oben nach unten, sondern von den zwei Seiten, aber das wird ständig spiralförmig gedreht sein. So, selbst die Position dieses Septum ist einfacher zu folgen, wenn wir jetzt von oben nach unten die Lage untersuchen. So, wo der Truncus pulmonaris sich auf zwei Arterie pulmonaris aufteilt, dort verschwindet das zwischen hinten der Aorta. Also vorne ist die Aorta, hinten ist der Truncus pulmonaris. Wenn wir diesem Punkt folgen, was passiert, wenn wir etwas tiefer gehen? Etwas tiefer, die Aorta wird rechts sein und der Truncus pulmonaris an der linken Seite. Deswegen werden wir Aortenklappen an der rechten Seite von Sternum untersuchen können. So, dann Aorta ist an der rechten Seite, Truncus pulmonaris ist an der linken Seite. So, das ist schon einmal eine 90-Grad Veränderung. Wenn wir zur Ebene der Klappen gehen, so wenn wir von Herz von vorne anschauen, dann dort der Truncus pulmonaris liegt vorne und da hinten ist die Aorta versteckt. So, das ist hier wieder einmal 90 Grad. Sie haben solche Abbildungen im Atlas. Hier sehen Sie das eindeutig, das Truncus pulmonaris vorne und die Aorta liegt nach hinten. Und wenn wir noch 90 Grad tiefer gehen, dann wir sind schon unterhalb der Ebene der Klappen, so wir sind schon im Kammerseptum, das ist dieser membranöse Anteil des Septum und natürlich dann rechte Ventrikel ist rechts, linke Ventrikel ist links, so das ist noch einmal 90 Grad, so alles zusammen, das ist 270 Grad spiralförmige Drehung. Nun, damit entsteht an der Klappenebene, wie diese Anlagen, die Endokardkissen unterteilt sind von diesem wachsenden Septum, damit unsere lateinische, ungarische, deutsche Nomenklatur, wir sagen, dass wir haben in der Aorta zwei vordere und eine hintere und im Truncus pulmonaris eine Klappenanteil nach vorne und zwei liegen nach hinten. Da ist ein kleines Problem, das möchte ich nur als eine kleine Nebennotiz hier Ihnen sagen, dass, weil wegen dieser
kleine Drehung vom Herzen gegen der Uhrzeigersinn. Deswegen auch die Position der Klappen ändert sich ein bisschen. Und in der englischen Nomenklatur, das wird anders genannt. Das habe ich hier geschrieben. Wir werden das fragen, wenn Sie das so wissen, das ist gut. Nur Sie sollen nicht überrascht sein, wenn Sie einmal an englischer Sprache Bücher lesen oder einen Artikel lesen und dort die Klappen sind nach einer anderen Nomenklatur genannt. An diesem Bild möchte ich das zeigen, wie Position des Herzens verändert sich. Obenhalb von C4 fängt es an zu entwickeln. Hier sind die Tage, wir sind an der 5. Woche. Und bis zur 8. Woche, das wird nach unten senken. Und jetzt ist, wenn wir die Segmente sehen, das ist schon im Thorakalbereich, liegt obenhalb vom Diaphragma. Die blaue Linie zeigt Position des Diaphragma, Diaphragmakuppel in diesem Fall. Hier an diesem Bild, Sie sehen, das ist kompliziert und das werden Sie natürlich nicht wiederholen müssen in der Prüfung. Ich möchte nur einen Eindruck geben, dass hier die Faktoren spielen auch eine große Rolle. So, wir haben die epiblastische Stammzellen und von diesen epiblastischen Stammzellen mit Hilfe von verschiedenen Faktoren sind die unterschiedlichen Gewebe differenziert und wir können auch entlang von dieser Linie mit den entsprechenden Faktoren zu den Herzprogenitorzellen gehen und zu den unterschiedlichen Herzmuskelzelltypen, die im Herz zu finden sind. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig heute, es sind Untersuchungen, weil Herzinfarkt, das ist ein großes Problem, dadurch wird Herzmuskelgewebe absterben und wir wissen, dass die Herzmuskelzellen können sich nicht erneuern. So wir müssen mit dem Zahl von Herzmuskelzellen unser Leben bis zum Tod weitermachen, was wir haben, wenn die kaputt sind, dann wir können sie nicht nachfüllen sozusagen. So, das ist heute ein Problem und es sind Untersuchungen, dass wie könnte man doch irgendwie das induzieren, dass neue Herzmuskelzellen sich bilden. Und das könnte man einmal von echten epiblastischen Stammzellen kultivieren. Die sind zum Beispiel vom Nabelschnur reserviert. Oder es ist auch heute eine andere Möglichkeit, sogenannte Induced Pluripotent Stem Cells. Von erwachsenen Zellen, man kann mit bestimmten Faktoren die Zellen dedifferenzieren und dann mit anderen Faktoren in anderen Richtungen wieder differenzieren lassen. So, die sind Untersuchungsgebiete. Vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren, 15 Jahren, wir haben gedacht, dass das wird relativ schnell gelöst sein, dieses Problem, aber es scheint, das ist nicht so einfach, ist noch heute auch nicht gelöst. Aber es sind Ergebnisse und vielleicht in Ihrem Leben, das wird noch ein Wahrheit sein können, dass das Herzmuskulatur kann mit neuem Gewebe ersetzt sein. Zum Beispiel, das ist schon bewusst, dass im Epikard oder direkt unter dem Epikard im Bindegewebe. Es sind solche Präkursorzellen und wenigstens in Experimenten, das ist möglich, dass mit Thymosin Beta-4 Einfluss zu differenzieren lassen und dann am Ende die werden Herzmuskelzellen sein. So vielleicht, das wird an einem Punkt gelöst sein. Nun, aber wie geht diese Differenzierung während der Wachstum, so jetzt haben wir, soweit haben wir von morphologischen Veränderungen gesprochen. Jetzt werden wir ein bisschen zu Anfang zurückgehen und da ist ein Ausdruck, was wir Herzgalerte nennen. Was ist diese Herzgalerte? Diese Herzgalerte, das liegt zwischen den endokardialen Zellen und zwischen myokardialen Zellen, davon haben wir schon differenzierte Zellen, die sind die gelbe und die nicht differenzierte, die noch unter Differenzierung sind, die sind mit rot markiert. Und in dieser Cardiac Jelly, in dieser Herzgalerte, dass da Faktoren gehen zu den Endokardialzellen und damit hilft die innere Seite, die Endokardkissen und auch Herzmuskulatur zu differenzieren. So, das ist am Anfang dieser Herzgalerte Ausbildung, das ist eine wichtige
wichtiges Stadium. Wenn schon die Herzmuskelzellen besser differenziert sind, dann werden sie diese Trabekeln, meist in den Kammern, aber auch bis zu einem Punkt auch in den Vorhöfen ausbilden. Wir haben noch immer viele und nicht differenzierte Zellen in der Wand, die sich im Weiteren vermehren können. Die Gefäße werden auch unterhalb vom Epikard erscheinen. Die Gefäße werden auch zu differenzierter Muskulatur eindringen und wir haben noch immer diese Epikard, viszerale Blatt vom Perikard an der Oberfläche. Wieder die Faktoren spielen wieder eine große Rolle. Und vom Sinusknoten. So die Sinusknoten, dieser Sinusknoten, dieses Schrittmachergewebe, das erscheint in der Wand des Sinus venosus. Wieder sehen Sie, wir haben ein Wort, wo in beiden Ausdrücken haben wir das Wort Sinus. So wir haben Sinusknoten, wir haben Sinus venarum cavarum, wir haben Sinus coronarius, die sind alle Derivate oder haben etwas zu tun mit dem Sinus venosus. So Sinusknoten, das ist ein Schrittmachergewebe, dieses Schrittmachergewebe, das erscheint in der Wand vom Sinus venosus und weil zu Sinus venosus werden die großen Venen auch einmünden und wir wissen, dass Herzmuskelgewebe erscheint auch in diesen großen Venen. Das bedeutet, dass auch in der Wand von diesen herznahen Venen können Inseln vom Schrittmachergewebe überbleiben. Und das ist eine Fibrillationsgefahr. So manche der Fibrillationen, die entstammen von der Wand dieser herznahen Venen. Früher, das war schon auch ein Thema, ob Sinusknoten etwas mit Neuraleste zu tun hat oder nicht zu tun hat. So, das war eine Debatte. Jetzt scheint wieder, dass es hat damit zu tun, weil das ist jetzt neu, wie ich auch in der vorigen Vorlesung gesagt habe, dass die atriale Kardiomyozyten, die haben auch Verbindung während Entwicklung zu den Neuralleistenzellen. Die sind entweder von oder unter Einfluss von Neuralleistenzellen entwickelt. Und sekundäre Herzfeld, wie ich gesagt habe, das bildet auch Herzmuskelzellen in Vorhöfe, damit auch in Sinus venosus, so dadurch kann auch dieser Sinusknoten mit Neuraleisten in Verbindung kommen. Atrioventrikularknoten und Hissbündel, die sind auch von Zellen in der Wand des linken Sinus venosus oder auch aus dem AV-Kanal entwickelt. Und wenn wir dann Herzwand anschauen, das ist ein Herzwandteil, wo alle Schichten gut sichtbar sind. Das müssen Sie auch natürlich histologisch wissen, das was in die Gewebe. Aber jetzt möchte ich durchgehen durch diese Schichten, das woraus entsteht, woraus entstehen diese Gewebe. So ganz innen haben wir das Endokard, ja? Dann da ist ein bisschen subendokardiales Bindegewebe, so, das liegt unterhalb von diesem Endothel, dann kommt Dicke vom Herzwand, das ist Myokard und an der Oberfläche haben wir das Epikard, das ist der viszerale Blatt vom Perikardium. Alle diese Geweben, was ich bisher gesagt habe, die entstammen vom viszeralen Mesoderm. Außer, wenn die auch etwas mit Neuraleiste zu tun haben, an manchen Stellen des Herzens. Dann kommt ein Raum, das ist hier Perikardialhöhle, das ist ein Teil vom intraembryonalen Zylom, Körperhöhlenunterteilung, das werden wir am Ende des Semesters noch besprechen. Und dann folgt parietale Mesoderm und von diesem parietalen Mesoderm entsteht das Perikardium, parietale oder einfach das Perikardium, das an der inneren Seite, wie Sie hier das sehen, dort hat eine mesotheliale Auskleidung, so wieder zwei mesotheliale Schichten liegen hier aneinander auf und von außen hat eine fibröse Schicht. Diese fibröse Schicht, das können wir gut im Mediastinum beobachten und das ist ein relativ dicke Blatt in diesem Fall.
Und jetzt unser Herz ist fertig mit allen Klappen und mit allen Gefäßen. Und jetzt ganz kurz werde ich Ihnen fetalen Kreislauf erklären, aber darüber werden wir noch eine Vorlesung haben, wenn wir noch weitere Sachen erklären werden. Durch Nabelring wird die Vena umbilicalis vom Plazenta frisches Blut zurückbringen. Das wird teilweise durch Leber und teilweise durch einen Kurzschnitt neben der Leber durchfließen. Und durch Vena cava inferior fließt dieses Blut, was schon vom unteren Extremität venöses Blut bekommen hat, wieder zurück zum Herzen. Vom rechten Vorhof, wegen dieser Klappe, was hier liegt, das ist zum größten Teil zum linken Vorhof gerichtet. Dazwischen von oben hier kommt venöses Blut durch Vena cava superior. Dieses Blut zum größten Teil, das wird zur rechten Kammer gehen. Nun, was passiert hier mit vom rechten Kammer, hat nur eine einzige Möglichkeit, geht zu Truncus pulmonalis, Arteria pulmonalis, aber da ist keine Möglichkeit, durch die Lungen durchzufließen. Einmal, die Lungen sind noch nicht entwickelt. Zum Zweiten, wenn die schon entwickelt sind, die sind noch unter Druck. So, das Blut kann nicht zu kleiner Zirkulation gehen, sondern durch einen Kurzschluss, das wird zu deszendierender Aorta durchfließen. Was passiert mit dem Blut, was hier durch Foramen ovale zu linke Vorhof geht, das wird zur linken Kammer fließen, von linker Kammer, das geht zur Aorta, Aszendens Aortenbogen, versorgt mit den drei großen Gefäßen, obere Extremität, Kopf- und Halsbereich, und wird nach unten fließen, aber wie es nach unten fließt, wird auch das Blut, was vom rechten Kammer kommt, aufnehmen. So alles zusammen, das fließt nach unten, wird weitere Äste hier abgeben zu den Organen im Bauchraum und von Arteria iliaca interna, die zwei großen Gefäße, sind in diesem Stadium die Arteria umbilicalis. Die werden an der inneren Seite vom Bauchwand zwei Falten aufheben, Plice umbilicalis medialis. Das haben wir in der Peritoneum-Vorlesung erklärt. So, Plice umbilicalis medialis führen die zwei Arteria umbilicalis wieder zurück zum Nabelring. Was passiert nach der Geburt? Das Baby wird mit Herz wird schon nichts passieren, es funktioniert nur anders, nichts Neues wird auswachsen. So, was passiert mit diesen schon existierenden Strukturen, die dort drinnen sind? Nach der Geburt, das Baby wird anfangen zu atmen. Wenn das Baby atmet, dann wird auch Druck in Lungenkreislauf niedriger sein, erlaubt, dass das Blut zu Lungen reinfließt. Wenn es zu Lunge reinfließt, dann das wird auch zurückfließen zu linken Vorhof. Im linken Vorhof Druck wird größer sein, wird dieser dünne Septum primum entgegen vom dickeren muskulären Septum secundum drücken und damit das wird funktionell hier geschlossen sein. Da war noch hier diese Verbindung, der Ductus arteriosus potali, aber das wird auch innerhalb von ein paar Tagen auch erst wird das funktionell und später auch anatomisch geschlossen sein. So, damit ist schon keine Verbindung zwischen den zwei Zirkulationen und die zwei Kreisläufe werden dann von hier an funktionieren. Und jetzt möchte ich von Herzfehlbildungen sprechen. Mit dem Vorhofseptum, die Fehlbildungen haben wir schon dort erklärt. Und wir haben hier einen Ausdruck, angeborene Herzvizien. Vizien, die können auch angeboren sein oder die können auch nach einer Krankheit folgen. Einfach das Wort Vizium bedeutet, dass etwas funktioniert nicht gut mit dem Herz. Aber jetzt sprechen wir von den angeborenen Herzvizien. Die können ohne Schönd sein oder es sind Herzvizien mit Schönd. Da sind rechts, links Schönds. Die werden zu Zyanose führen oder links, rechts Schönds. Die werden acyanotisch sein, so da wird von außen, wir werden keine blauen Lippen sehen zum Beispiel. Oder die Vizien können auch Fehlmündungen der großen Gefäße sein.
Es können Probleme sein mit dem Kammerseptum. Das ist nicht so sehr weit bekannt, aber meist, zum größten Teil, diese Fehlbildungen, die sind ventrikuläre Septumdefekte. 30% aller angeborenen Herzfehler, die sind Fehler in Ventrikelseptumbildung. Die können in dem muskulären Anteil sein oder die können unterhalb von den Klappen sein, kann in Septummembranatium Bereich sein, so die können unterschiedliche Ursprünge haben. Und wenn die in der muskulären Wand sind, die werden meist spontan sich schließen. Das ist eine gute Nachricht. Und es sind andere Fehlbildungen, die dann größere Probleme machen können. Mit diesem spiralförmigen Septum, dieser 270 Grad, das ist kritisch, dass das soll richtig 270 Grad sein. Wenn da im Ausflussband nicht genug Gewebe ist, dann mit dieser 270 Grad Drehung, wir können Probleme haben. Oder einfach dieses Septum kann ein bisschen schief gehen, zu einer oder anderen Seite. Einmal, das erste Problem ist, wenn da ist kein Septum. Das heißt persistierender Truncus arteriosus. In diesem Fall ein Gefäß geht auch aus vom Herzen und das wird dann in zwei Richtungen zu Truncus pulmonalis und Aorta gehen. Aber weil da ist kein Septum in Truncus pulmonalis, das bedeutet auch das, dass dieser membranöse Teil fehlt. So, dann das wird zu Zyanose führen. Von beiden Seiten wird dann dieser Truncus Blut, gemischtes Blut bekommen. Oder das kann sein, dass das Septum entwickelt sich, aber nur bis zur Ebene der Klappen. Unterhalb der Klappen fehlt diese letzte 90 Grad Drehung. Und dann das ist ein Ventrikelseptumdefekt, wo dieser membranöse Anteil fehlt. Was passiert hier? Das Blut von rechter Seite, weil hier Druck größer ist, das wird auch durch diese Öffnung auch zu Truncus pulmonalis Blut führen. Transposition der großen Gefäße, in diesem Fall, da ist ein 180-Grad-Problem. Aorta ist zu rechter Kammer, Truncus pulmonalis ist zu linker Kammer verbunden. In diesem Fall, der Ductus Botalli nach dem Geburt, das ist sehr wichtig, dass es funktioniert und öffnet bleibt, weil sonst könnte kein Blut zu Lungen hinfließen, keine Oxygenisation. Früher dieses Problem, das war war nicht vereinbar mit Leben, weil das ist komplett umgekehrt, diese Zirkulation. Heute, das ist sozusagen relativ einfach zu lösen. Das heißt ein Switch dieser Operation. Einfach die zwei Gefäße sind ausgetauscht und von dort an, das wird dann gut funktionieren können. Und diese Kinder, die können dann als gesunde Kinder dann aufwachsen. Dann, es kann passieren, dass das Septum geht ab, ganz in eine Richtung oder ganz in die andere Richtung. Damit entsteht eine Pulmonalatresie. In diesem Fall bekommt dann, da ist auch eigentlich kein rechte Kammer, kein Truncus pulmonalis, eine einzige Möglichkeit für Arteria pulmonalis Blut zu bekommen, das ist durch die Aorta. Das geht dann, sie haben eine funktionierende Kammer. Aortenklappenatresia, das ist dann umgekehrt, dann eine funktionierende Kammer, das ist die rechte Kammer und die Aorta ist sehr dünn oder gar nicht existierend. Aber am häufigsten ist das, dass dieses Septum, das entwickelt sich, dreht sich, aber ein bisschen schief. Und das heißt dann Fallotetralogie, weil die Symptome, es sind vier große Symptome. Und wir können diese Symptome, wenn wir das verstehen, wie das entsteht, wie diese Fehlbildung entsteht, dann wir können die Symptome schön ableiten. So, das Septum ist ein bisschen nach rechts geschoben. Das bedeutet, dass Aorta wird breiter sein und Truncus pulmonalis wird dünner sein. Natürlich hier das Septum, Membranatium, das kann nicht entwickeln.
So wie die Aorta ein bisschen breiter ist, das wird obenhalb von diesem muskulären Septum sitzen, das heißt reitende Aorta. Wieder, weil dieses Septum ein bisschen rechts geschoben ist, deswegen Truncus pulmonalis, das ist enger, das heißt dann Pulmonalstenose. Weil das Septum ist nicht gegenüber von muskulären Septum, damit entsteht ein Ventricle Septum Defekt. Und weil, diese rechte Kammer nicht nur zu Truncus pulmonalis, sondern auch zu Aorta Blut pumpen muss, deswegen folgt dann Hypertrophie des rechten Ventrikels. So bitte probieren Sie die vier Symptome so nacheinander lernen, gut wieder das Bild erinnern und vom Bild können Sie, wenn Sie das Bild im Kopf haben, dann können Sie einfach die Symptome davon ableiten. So sieht das aus an einem Ultraschallenbild. Das wird untersucht sein, so rund um 10. Woche, 10., 12. Woche der Schwangerschaft. So, hier muss man so ein Kreuz sehen, das ist linke Kammer, rechte Kammer, hier sind die Vorhöfe und da sind die Septen so schön kreuzförmig. Und wenn die sind nicht so schön kreuzförmig, sondern sie machen so ein Y, ja, das bedeutet, das ist hier die reitende Aorta. Eine andere Fehlbildung kann noch sein, der abnormale Ursprung der Koronararterien, damit sind viele Variationen. Und vor ein paar Jahren, vor so 3-4 Jahren früher, war ein Fall in Ungarn. Er ist ein 16-jähriger Fußballspieler, hat gespielt, er hat als Sport das getreibt, hat ein Tor gezählt und war gestorben. Und er war im Stadion und auch noch im Krankenwagen noch 7-mal wiederbelebt, plus im Krankenhaus noch 4-mal, so alles zusammen 11-mal wiederbelebt. War diagnostiziert, was das Problem war. Das war ein abnormaler Ursprung der Koronararterien, wahrscheinlich vom Truncus pulmonalis, aber das war nicht in den Artikeln beschrieben. Und nach 2 Wochen steht er hier und geht nach Hause und ist gesund. Das ist schon ein Wunder, nicht? Wenn jemand 11-mal gestorben war und geht nach 2 Wochen wieder gesund nach Hause. So, das ist schon heute möglich, mit den Techniken von heutigen Herzchirurgie sowas zu machen und das ist richtig sehr gut. Und jetzt möchte ich noch kurz Ihnen einen Fall erklären, was ein Fall von einem Student war. Er war in meiner Gruppe rund um 2006 oder so und er ist immer zu mir gekommen, das haben Sie schon sowas gehört und er hat immer mir solche grobe Fehlbildungen gesagt und an einem Punkt habe ich ihm gefragt, und warum fragen Sie alle diese Fragen? Und dann hat er gesagt, dass weil ich die alle habe. Und dann hat mir die ärztlichen Papiere, die Diagnosen gezeigt und wir haben das durchgearbeitet und davon war diese kleine Präsentation für vielen Jahren. Er hat das selbst erklärt, weil teilweise er studierte hier und dann später, wenn er nach Deutschland wieder zurück war, er ist immer in Frühling gekommen, weil wir haben, und ich hoffe, dass wir noch haben werden, International Evenings. Und das war immer sehr lustig. Und er ist immer, so die alten Studenten sind immer gekommen. Und damals, dann habe ich ihm immer Zeit gegeben, seinen Fall erklären. Leider, heute er ist schon ein Arzt und hat keine Zeit, schon zu uns zu kommen. Aber was war sein Fall? Er hatte keinen Truncus pulmonalis gehabt, nur die Aorta, und er hatte ein Ventricle gehabt, singulärer Ventricle. Er hatte einen Vorhofseptum gehabt, natürlich musste er das haben, sonst würde das Blut nicht hier im linken Vorhof hinfließen können. Er hatte TGA, Transposition der großen Arterien, gehabt. Ja, so das ist, weil eigentlich da war geschlossen, der Truncus pulmonalis, aber an seinem Papier stand das TGA und Pulmonalatresia, das ist ein Widerspruch hier, aber das war so in seinen ärztlichen Papieren. Er hatte eine linke Vena cava superior. Was ist diese linke Vena cava superior? Wenn mit Venenentwicklung, wir werden das lernen, dass normalerweise diese schönt, das führt von links nach rechts, aber wenn das von rechts nach links führt, dann das Blut wird von Vena cava superior durch Sinus coronarius zu rechter Vorhof zurückfließen können. Tricuspidal Atresia und Pulmonalvenen Fehlmündung,
Was war das? Das teilt zwei Pulmonalvenen, die mündeten zu linken Vorhof ein, aber die anderen zwei, die waren mit Vena cava superior verbunden. So war er geboren. Was ist hier das Problem? Dass in diesem Fall nur durch diese Verbindung, durch diese Ductus arteriosus kann das Blut zu Lungen hinfließen. Und dieser Ductus arterius, das hat ein Programm, dass es muss schließen. So, das wird auch dann schließen, wenn das günstig wäre, geöffnet zu halten. So, diese erste lebensrettende Operation war, dass ein Arteria carotis ast oder ein Arteria subclavia ast, das ist mit Arteria pulmonalis verbunden. Jetzt, egal was für ein Blut fließt dadurch hin, aber irgendwas soll zur Lunge hinfließen können. So, das war diese erste Operation kurz nach seinem Geburt. Und dann ein paar Jahre später, da war eine andere Operation. Was war hier gemacht? Dass hier die Vena cava superior, das war direkt an die an diese Arterie pulmonalis genäht. So, das bedeutete, dass von oben das venöse Blut, das fließt schon direkt zu Lungen hin. Das war schon geschlossen eigentlich in diesem Zeitpunkt, diese Ductus arteriosus, aber das war auch befreit, dieses Bereich. Und die Pulmonalvenen, ja, da war eine Pulmonalvenenfehleinmündung, das war hier zur richtigen Stelle dann verbunden, zu linken Vorhof. So, in diesem Fall, wie sein Kreislauf läuft, das war noch immer so, dass Hälfte vom venösen Blut, das ist zur Lunge gekommen, das ist das frische Blut wieder zurückgekommen zu linken Vorhof, aber durch Vena cava inferior noch immer sauerstoffarmes Blut durch Foramen ovale war hier reingemischt. Und das ging dann zu Aorta hin. Und wenn er schon etwa 10 Jahre alt war, dann war auch noch die Vena cava inferior abgetrennt von diesem rechten Vorhof. Die war auch zu Arteria pulmonalis verbunden. Vena cava superior kommt von hier. So, jetzt eine Zirkulation ist so, dass Vena cava superior, Vena cava inferior, das fließt durch Arteriae pulmonalis zu Lungen hin, durch Venae pulmonalis, das fließt jetzt schon zur richtigen Stelle, zu linken Vorhof, aber jetzt hat er auch nur ein Vorhof, so zu diesem einen Vorhof fließt das zurück, durch diese Segelklappe, das fließt zu diesem einzigen Ventriculus, Kammer, Herzkammer, dann das fließt zur Aorta hin, geht zu Körperkreislauf und wieder kommt zurück zu Vena cava inferior und superior. So, eigentlich, er hat einen Kreislauf und damit lebt er ein ziemlich normales Leben. Er ist mit Fahrrad herumgefahren und er war sah wie ein normal 22-Jähriger damals aus. Und was ist im Hintergrund? Im Hintergrund ist an der dritten Woche Körper-Achsenbestimmung. Und das ist sehr wichtig, dass das wird bestimmt, dass was ist unsere linke und was ist unsere rechte Seite. Bitte wiederholen Sie diese Bilder. Jetzt ist schon auch bei Herzentwicklung dieses Bild drinnen, weil das ist sehr wichtig für gesunde Herzentwicklung. Und wenn da ein Problem ist, dann das heißt Lateralisationsstörungen. Kann auch komplett Situs inversus sein, aber kann auch, mit groben Herzfehlbildungen einhergehen. Und noch eine interessante Sache ist, dass wenn linke Seite dominiert, dann da ist Polysplenia, hat mehrere Milze. Und wenn rechte Seite dominiert, dann hat kein Milz, eine hypoplastische Milz. Dieser Student hatte keinen Milz gehabt. So, er lebte ohne Milz, aber das ist nicht so ein großes Problem, weil die Funktion von Milz kann übernommen sein von anderen lymphatischen Geweben. So, bitte erinnern Sie sich daran, dass das ist so eine Lateralisationsstörung, heißt auch Ivermark-Syndrom, und das ist an der dritten Woche mit Körperachsenbestimmung begründet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.